herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute drei Tipps für euch. Drei Tipps für das Alleinebleiben von euren Hunden. Ja, wie bekommt ihr das hin? Ich bewege mich hier gerade mitten im Revier für Hunde in der Hundetagesstätte und diese Hunde, die jetzt hier sind, ja, die müssen nicht alleine zu Hause bleiben, sondern die sind jetzt hier bei uns im Revier für Hunde untergebracht. Aber wie schafft ihr es, dass euer Hund alleine bleiben kann, ohne dass er Stress hat? Hier habe ich den ersten wichtigen Punkt für euch. Wenn ihr mit eurem Hund zu Hause seid, dann nehmt mal ein bisschen mehr Abstand, habt mal ein bisschen Distanz und versucht mal, euren Hund ja teilweise auch etwas zu ignorieren. Wenn wir währenddessen wir zu Hause sind und zu viel mit unseren Hunden beschäftigen, dann lernen sie, dass wenn wir weggehen, dass sie dann Stress bekommen. Also, versucht einmal, wenn ihr zu Hause seid, ein paar Dinge zu machen, die unabhängig von eurem Hund sind. Macht einfach mal ein bisschen Sport oder kümmert euch um den Haushalt, aber ignoriert euren Hund. Klebt nicht zu sehr an eurem Hund dran und verlasst einfach mal ganz kurz die Wohnung und kommt wieder rein. Verlasst einfach mal das Zimmer, geht auf Toilette und kommt wieder rein. Und lasst euch nicht stalken. Lasst bitte nicht zu, dass euer Hund euch kontrolliert und dass er euch in alle Räume folgen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, auch wenn ihr mit eurem Hund zusammen zu Hause seid, einfach schon mal so ein bisschen mehr Raum für Mensch und Hund lasst. Dann macht ihr es dem Hund einfacher, auch mal alleine bleiben zu können. Der zweite Punkt. Bitte gewöhnt euren Hund oder eure Hunde schrittweise an das Alleinebleiben. Also das heißt ganz klar, nicht sofort irgendwie über Stunden das Haus oder die Wohnung zu verlassen, sondern eben den Hund da ganz langsam dran zu gewöhnen. Ihr geht einfach mal raus und bleibt mal für 5 oder 10 Sekunden draußen. Dann geht ihr wieder raus und bleibt mal für 30 Sekunden draußen. Dann kommt ihr wieder rein, ist der Hund ruhig, könnt ihr ihn ganz kurz loben und sagen, super, fein, aber jetzt nicht zu überschwellig, ne, dass ihr wieder reinkommt und ihr den Hund dann 5 Minuten lobt, nur weil ihr 10 Sekunden weg wart. So würde ich es nicht machen, sondern ich würde es so in eine Selbstverständlichkeit übergehen lassen, dass ihr schon mal den Raum verlasst und wieder reinkommt. Also macht es bitte schrittweise. Gerade bei Welpen ist es wichtig, dass ihr das ganz, ganz langsam übt. Ne? Also wirklich echt dem Hund die Zeit geben, auch alleine bleiben zu können. Es gibt ältere Hunde und die, die jetzt zuschauen und einen älteren Hund haben, die wissen, hey, der kann das schon, der kann auch mal 2, 3, 4 Stunden alleine bleiben, ist überhaupt kein Problem. Aber gerade bei jungen Hunden oder bei Hunden, die eben neu zu euch kommen, solltet ihr das schrittweise machen. Überfordert eure Hunde nicht, ne? Macht es bitte in Ruhe, okay? Die schrittweise Gewöhnung ans Alleinebleiben, ja, kann man auch zu Hause mit dem Hund üben. Sprich, geht bitte einfach mal in ein anderes Zimmer, macht mal die Türe hinter euch zu, wartet einen Moment und kommt wieder rein. Sollte der Hund euch anbellen, euch anspringen, bitte ignoriert es. Macht wieder irgendetwas anderes und geht ins nächste Zimmer und macht die Türe wieder zu. Aber immer nur für kurze Momente, damit der Hund auch im Haus lernt, ach, der Mensch geht schon mal weg und kommt wieder. Er geht in einen anderen Raum und dann kommt er wieder. So kann der Hund sich langsam daran gewöhnen, dass er auch im Haus alleine bleiben kann. Der dritte Punkt, ganz, ganz wichtig. Stellt bitte einfach mal eine Kamera oder ein Handy auf und schaut, was macht euer Hund, wenn ihr nicht anwesend seid. Das ist super interessant und ihr könnt dann schauen, fängt er sofort an zu fiepen oder zu bellen? Braucht er erstmal eine Zeit? Welchen Auslöser braucht euer Hund, damit er Stress beim Alleinebleiben hat? Ja, das dürft ihr dann beobachten. Und wenn ihr es beobachten könnt, dann ist das für euch eben der Hinweis, okay, also nach 2 Minuten, nach 3 Minuten geht's los. Er hat immer wieder dieselben Rituale. Und da könnt ihr halt erkennen, wie ihr die unterbrechen könnt. Macht es bitte so, dass wenn ihr zurückkommt, euren Hund bitte nicht überschwänglich begrüßt. Bleibt ruhig und gelassen. Geht einfach ins Haus,
und begrüßt den Hund nur ganz kurz. Hi, super, da bin ich wieder. Mehr nicht. Gerade Hundebesitzer, die ihren Hund erst eine kurze Zeit haben, machen oft den Fehler, dass wenn der Hund mal kurz alleine bleibt und sie kommen wieder nach Hause, dass sie dann den Hund überschwänglich begrüßen und dann eine riesen Party starten. Macht das bitte nicht. Bleibt bitte ruhig. Kommt einfach rein und sagt, hi, da bin ich wieder. Super, toll, gut. Macht euch einen Kaffee, macht euch einen Tee, setzt euch in Ruhe hin und ignoriert den Hund erstmal. Also nicht sofort den gesamten Fokus auf den Hund richten. Überlegt mal, wenn ihr nach Hause kommt und euer Partner sitzt am Tisch und liest gerade die Zeitung oder in den meisten Fällen schaut er aufs Handy und ihr kommt dann rein und ihr sagt dann, hi, hi, und der Partner sagt, oh super, dass du wieder da bist, schön, ja, wie lange war ich weg? 5 Minuten. Ja, aber dann bist du wieder da. Machen Menschen auch nicht. Also, gebt den Hunden auch den Freiraum, dass er oder sie nicht der Mittelpunkt der Erde sind und dass, wenn ihr nach Hause kommt, ihr auch euren Freiraum braucht. Das ändert nichts an der Liebe zwischen Mensch und Hund. Ich habe noch eine ganz wichtige Sache für euch, und zwar Bezugspersonen. Es gibt ja Menschen, die sagen mir, also, ich habe mit meinem Hund so eine enge Beziehung, der braucht niemand anders, und wenn ich weg bin, dann hat er totalen Stress. Hey! Leute, euer Hund braucht auch andere Bezugspersonen. Das ist wichtig. Übt das bitte von Anfang an, damit der Hund lernt, sich auch bei anderen Menschen wohl zu fühlen. Weil es kann immer mal sein, dass ihr mal weg müsst, dass ihr mal eine kurze Reise macht, Städtetour, dass ihr euren Hund einfach nicht mitnehmen könnt oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar mal für ein paar Tage ins Krankenhaus müsst. Da darf der Hund gelernt haben, dass er sich auch irgendwo anders wohlfühlt. Fühlt euer Hund sich nur bei euch wohl und kennt nur euch, dann gibt es irgendwann Probleme. Also bitte gebt ihm die Möglichkeit, dass er sich auch irgendwo anders zu Hause fühlen kann. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt die Tipps, die ihr braucht, damit ihr euren Hund schrittweise daran gewöhnt, dass er alleine bleiben kann. Habt Geduld, habt Ruhe, und jeder Hundetyp ist anders, bedenkt das bitte. Also, ein Welpe braucht viel mehr Zeit als ein souveräner, erwachsener Hund. Und verliert nicht die Geduld und stellt die Kamera auf, um einfach mal zu schauen, was macht euer Hund, wenn ihr das Haus verlasst. Denkt immer daran, gebt ihm bitte nicht so viel Aufmerksamkeit. Weder wenn ihr da seid, noch wenn ihr wieder nach Hause kommt. So, und jetzt wünsche ich euch, dass euer Hund es lernt, stressfrei alleine zu Hause bleiben zu können. Wenn das gar nicht klappt, ja, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, ihn in einer Hundetagesstätte abzugeben. Aber das ist nicht der Sinn und der Zweck, der dahinter steckt, dass ich sage, Hunde sollen in die Huta, weil sie nicht alleine bleiben können, sondern Hunde sollen in eine Hundetagesstätte, weil sie da gerne hingehen. Aber sie können auch gerne und gut alleine zu Hause bleiben. Also dann, eure Hunde können alleine bleiben. Ihr müsst es ihnen nur zeigen.